Hallo und willkommen zurück bei XCOM Enemy Unknown. Wir sind hier weiter in Lille, Frankreich im Einsatz, haben bisher zwei Aliens getötet. Jo, und ein Alien hockt hier und der hat hier die komplette Mauer weggefetzt und unseren Rekruten Privin in alle Teile zerlegt. Jo, leider haben wir einen Todesfall. So, jetzt will ich was probieren. Kann ich den hier? Ja, runter damit. Sehr schön. Das war's dann für ihn. So, und er rückt hier Position vor. bestätigt. Und er geht mir auf Feldposten. Okay, also bis jetzt haben wir unsere Kills mit Handgranaten gemacht. Kommt aber durchaus öfter vor. Okay, er hört Still, habt was. ihr was gehört? Es war ja vorhin auch so, dass In Bewegung. eine ist hier doch irgendwie ins Haus geflüchtet oder so. So, Garcia. Eigentlich müsste er ja hoch, ne? Lassen ihn mal Hab's hierher gehört. spurten. Oh. Sowas wusste ich doch, ey. Wo hat er jetzt rausgeballert? Er hat hier reingeballert. Also der hockt hier. Hier irgendwo. Wie es aussieht. Wir rücken mal hierher vor. Drücke aus. So. Und machen unseren Feldposten an. Falls er doch meint, er kommt raus aus seiner Bude. Was von hinten? Hört ihr das? Der hört was von hinten? Okay, ein Meldkanister verloren. Was hat denn der von hinten gehört gerade? Auf dem Weg. Bin unterwegs. Der ist hinter uns im Haus. Alles klar. Hinter uns im Haus und auf Feldposten. Begebe mich auf Position. Ich dachte die ganze Zeit, er ist vor uns vielleicht. Klar, aber nee, der ist hinter uns. Bestätige. Okay, da müssen wir jetzt natürlich aufpassen hier. Es brennt auch schon. Dann hat jetzt auch oben der Minus den gehört. Okay. Oh, Ziel daneben. verfehlt. Nicht gut, gar nicht gut. Oh, der ist gut in Deckt Deckung. meine Flanke. Oh, vierer Treffer. Shit. Okay. Gucken wir mal, ob er helfen kann.
Nichts. Da hockt jetzt hier drin. Und dieser Urmann. Schon da. So. Hat er hier Sicht? Nikos hat keine Sicht, so wie es aussieht. Er weiß aber, dass hier eine steht. Ah ja, okay, geht nicht, okay. Feldposten, okay. Bin unterwegs. Er hat einen. Er sieht ihn hier. Und er geht in volle Deckung. Was passiert? Boah. Zweiter Mann tot. Na toll. Position bestätigt. Aber jemand sieht den anderen. War er hier? Präzisionsschuss. 55%, 55 kritisch. Probieren. Daneben. Feind lebt noch. Holy moly, Mist. Feldposten. Zwei Mann, beide auf Dächern. Ach komm, nö. Ach komm, jetzt hör mal auf, ey. So, Feldposten. Schieß daneben. Ist in Panik, toll. Er sieht ihn nicht, toll. Zwei Tote.
Oh, das ist nicht gut. Was zum Teufel war das? So viel tote Soldaten, 3 Stück. Meine Fresse. Ah, gut, dass ich noch keinen nach euch benannt habe, oder? Uiuiui. Und das ist ein mäßiger Einsatz. Was wäre da beim schweren Einsatz passiert? Bin dran. Mann, 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 Mann. Das ist ja derb. Jetzt hört ihr wieder das. Gibt ja hier überall keine Regenrinnen mehr, nur da vorne die 2. Nee, andere Richtung drehen. So. Wo kommen wir denn hier raus? Ich will ja noch auf Feldposten gehen können. Klar, auf dem Dach geht's ja gar nicht, dass einer ist. So, Verstanden, los alles oder geht's. nichts. Die Animation ist ganz nett. Wieder was vom Was war Dach, aber das? auf dem Dach ist nichts. So, hier rum. Da ist er. Und wir haben ihn flankiert. Also gelber Kopf, wenn aufleuchtet hier, dann haben wir ihn flankiert. Das heißt, sehr gute Trefferchance. Sehr gut. Observiert. Also, wir haben Mission erfüllt. Mission erfüllt, ja. 6 Aliens getötet ist ausgezeichnet. 3 Mann verloren, das ist mäßig. Und einen von 2 Kanistern Melt gesammelt. Gut, unser schwerer Soldat hat überlebt. Der Rest ist tot. Gut, es waren nur Soldaten, die sind jetzt noch nicht so stark. Na, ist kleiner Hänger, noch ein Hänger. Jo, von daher würde ich sagen, wir spielen weiter. Das wäre jetzt zu derb abzubrechen. Okay, ihr könnt auch in die Kommentare schreiben. Ich glaube, man kann den Schwierigkeitsgrad Ärgerlich. wechseln. Ja. Vielleicht können wir irgendetwas verbessern, um so etwas in Zukunft zu vermeiden. Ja, da bin ich auch dafür. Da bin ich sehr dafür. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, ob ihr vom klassischen, schon recht schweren und kniffligen Schwierigkeitsgrad auf normal runtergeht. Könnt ihr mir auch in den Kommentaren schreiben, was ihr dazu sagt, weil das ist schon. Hui. Commander 5 Kills. im Schlagezentrum. Commander im Neuer Orden. Schlagezentrum. Stadtkampfabzeichen freigestaltet. Geht zur Kaserne, um eine spezielle Fähigkeit für diesen Ort festzulegen, umzubenennen und einem Soldaten zu verleihen. Und die Verteidigernadel haben wir freigeschaltet. Das gleiche Spiel. Okay. 6 Sektoidenleichen, 8 Waffenfragmente, 10-mal Melt. Commander ins Lagezentrum. Commander ins Lagezentrum. So, der Einsatztrupp, den XCOM nach Frankreich gesendet hat, konnte in Lille eine Entführung durch Aliens verhindern. Frankreich ist dankbar und hofft, dass diese Belohnung dem XCOM-Projekt nützen wird. Ja, Asien und Südamerika macht sich Panik breit. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Ja, wir haben wieder mehr Geld. Commander, Sie können unsere Soldaten jetzt auszeichnen, indem Sie ihnen nach eigenem Ermessen Medaillen für ihre Verdienste verleihen. Medaillen können Sie in der Kaserne durchsehen und verleihen. Dankeschön. So. Jedes Ratsmitglied wird Satellitenabdeckung fordern. Wir sollten den Einsatz sorgfältig planen. Oh, nicht so gut, nicht so gut. Also Argentinien, Brasilien, das sieht nicht so toll aus. China, naja. Japan ist sehr zufrieden. Australien, naja.
Ja, und Franzosen mögen uns natürlich. Satellitstaaten. Jo. Also, man hat die Möglichkeiten Nordamerika, Argentinien, Brasilien, also Südamerika. Wir haben jetzt aber auch keine Satelliten zurzeit. Afrika, da sieht man auch immer, was es mehr gibt. Geld oder auch immer so Zeug, gell? Okay. Aha. Tja, So. wir beobachten diesen Kontakt, aber ich denke nicht, dass er etwas mit der UFO-Aktivität zu tun hat. Okay. Technik. Baue, kaufe Gegenstände. Nein. Satellit kostet 100. Jo, bau mir einen. Dankeschön. So, jetzt haben wir einen Satelliten gebaut. Ne, ich wollte ja nochmal in der Technikabteilung was Einrichtung. Also, wir haben jetzt einen Aufzug hier runter, hier können wir ausschachten, hier können wir Einrichtungen bauen, wenn wir jetzt auf Einrichtung bauen gehen. Zurzeit haben wir nur die Möglichkeit von Kraftwerken. Ja, hier brauchen wir 10 Ingenieure. Kraftwerk geht. Und da seht ihr auch den Verbundbonus, wenn man nebeneinander baut. Zurück. Okay, hier haben wir ein Satellitenkontrollzentrum. Hier das. Irgendwann müssen wir hier runter ja auch bauen. Wir haben nur einmal Dampf. Also wir bauen jetzt hier ein Kraftwerk. Kraftwerk. Bau beginnen. So, sehr schön. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir mit unserer neu zusammengestellten Truppe dann in den nächsten Einsatz starten. Und derjenige, der als erstes schreibt, darf natürlich der tolle, neue, fitte Soldat sein. Okay, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.